Hallo Leute und willkommen zu einem etwas anderen Video, denn ich habe mir mal vor kurzem so ein paar Videos angeschaut und da haben so Leute halt eine Tierlist von verschiedenen Sachen gemacht. Und unter anderem habe ich dann auch ein Video gefunden, wo einer eine Tierlist zu, ich glaube, Super Mario Sunshine oder so gemacht hat. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall dachte ich mir, kann ich ja auch mal machen, um euch mal so zu zeigen, weil ich habe es glaube ich in meinem Let's Play auch nicht wirklich angesprochen, was so meine Lieblingswelten ist. Und ich habe hier natürlich S ist das Beste, D ist das Schlechteste und da tue ich jetzt die einzelnen Welten einranken. Ich versuche ein bisschen mehr zu sagen, warum ich das so einranke. Aber ich versuche halt so vielleicht eine halbe Minute jeder Welt zu geben, weil ansonsten wird das Video zu lang. Also ich könnte wirklich Stunden über die Welten reden und die einzelnen Sterne und so. Fangen wir einfach mal an. Natürlich der Anfang mit Bob Oms Battlefield. Eine ist natürlich die erste Welt. Und ich finde das echt genial, dass sich so riesig so ein richtiges Plateau ist, weil man kann man sich perfekt, als wenn man es zum ersten Mal spielt, erstmal mit der Steuerung austoben, Hechtsprung, Weitsprung, alles üben. Man hat wirklich einen Platz und man hat jetzt nicht irgendwie so ein Parcours oder eine kleinere Welt, wo man halt sich kaum ja entfalten kann oder wo man runterfallen kann, wenn man nur was ausprobiert. Die Steine sind auch ganz cool. Natürlich eine erste Welt ist nicht so schwer. Ich glaube, ja, der einzig schwere Stern ist vielleicht der Kettenhund. Und ja, das Einzige, was ich negativ sagen kann, ist halt, man kann die 100 gelben Münzen bisschen nicht so direkt bekommen, weil man braucht ja die rote Cappy und als Einsteiger. Falls man wirklich probieren möchte, 100 gelben Münzen, und man weiß es halt nicht, und man kann es dann nicht machen, denkt man sich halt, ja, okay, man kann im ganzen Spiel nur vielleicht so ein, zwei Level so nur 100 Münzen, ne? Und wenn man es halt wirklich nicht macht, dann fehlen halt am Ende Sterne und so. Und ja. Bombs Fortress ist bei mir, ist ja glaube ich die zweite Welt regulär, ist aber bei mir auf S. Ich liebe diese Welt. Einfach aus dem Fact, sie geht echt schnell. Also, ich bin ja nicht irgendwie so ein Speedrunner oder so, aber ich kann diese Welt auch extrem schnell abschließen. Und deswegen, keine Ahnung, mag ich sie halt. Der Boss ist auch geil mit, nee, nicht Troms, wer heißen die Dinger? Die Womps oder so. Auf jeden Fall geil, auch wenn es halt ein Bug ist, womit man es halt extrem einfach sich machen kann. Ich mag die Welt. Dann kommen wir zu Cool Cool Mountain und diese Welt. Also ich habe einen Freund, der hasst sie absolut, einfach nur wegen diesen Rutschen. Aber ich mag sie wegen diesen Rutschen, weil ich finde die Rutschen mal 65 einfach nur geil. Aber er kommt halt mit dieser Rutschmechanik kaum zusammen, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass er dieses Level wahrscheinlich auf D oder C machen würde. Aber ich mach's auf B, ich mag sie wegen den Rutschen halt sehr gerne und ja. Im Deutschen heißt sie Piratenbucht Panik. Und die kommt mir hier so, ja, eigentlich hier so zwischen B und C, aber ich würde sie nicht C rein machen. Es ist einfach so eine Wasserwelt und ja, so ist halt ein bisschen Wasserwelten sind halt immer irgendwie Kacke. Aber es ist in der Welt halt noch nicht so schlimm. Die Idee mit dem Boot, dass man da so als erstes reingeht, ist geil. Der Aal funktioniert aber nicht, was wiederum scheiße ist. Aber sie geht. Es sind halt wirklich so ein, zwei Sterne, die halt ein bisschen länger dauern, vor allem die 100 gelben Münzen. Aber man kann, es gibt auch wiederum Sterne, die halt echt schnell gehen. Deswegen, es kommt auf die B. Kommen wir nun zum letzten Kurs des ersten Stocks. Big Boo's Mansion oder so. Ich weiß nicht den genauen Namen. Die kommt auch bei mir auf A. Also generell muss ich mal sagen, selbst wenn ich jetzt was auf D einranke, ich mag eigentlich alle Welten im Spiel. Auf jeden Fall an der Welt natürlich. Ja, es ist halt bisschen Recycling der Sterne, weil man tut, glaube ich, dreimal gegen einen großen Boohoo am Ende kämpfen und bekommt einen Stern. Aber das Rätsel mit der Bücherei ist halt echt nice, auch wenn man extrem gut abkürzen kann, so wie ich es in meinem Let's Play gemacht habe. Aber die Welt geht auch recht schnell. Die 100 gelben Münzen ist dadurch, dass die Boohoos immer fünf blaue Münzen geben. Echt geil. Also, nicht geil, aber schnell. So. Deswegen finde ich die Welt auch nice. Okay, als nächstes geht es in den unteren Stock und da kommt die Lava-Welt und die mag ich extrem.
Leafloof Lava Land oder so? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwie so Lava Land mäßig. Ja, gebe ich ein S rang. Ich mag einfach die Musik. Die ist einfach nur extrem nice in dem Level. Die Sterne gehen auch relativ schnell, auch wenn es wieder das Recycling ist, wie bei Big Boos. Aber hier ist es nicht so schlimm. Also hier sind nur zwei Sterne, wo man gegen diese großen Bullies da kämpft. Ist definitiv besser als im Geisterlevel. Als nächstes zur Shifting Sandland und die kommt bei mir auf den B-Rang. Das hat den Grund, die 100 gelben Münzen kann man, soweit ich weiß, nicht ohne die Pyramide holen. Und ohne die 8 roten Münzen außen wird es halt auch ein bisschen in der Pyramide ein bisschen knapp. Das heißt, du musst zweimal die 8 roten Münzen sammeln, was echt nicht so geil ist. Also hätte man echt mehr Münzen in der Pyramide oder außerhalb platzieren können. Aber ja, die Musik ist trotzdem nice. Es gibt echt einen coolen Boss mit diesen Händen. Also kann ich feiere den irgendwie. Weswegen ich den Kurs halt nicht auf den C-Rang mache. Aber das mit den 100 gelben Münzen stört mich jetzt schon ein bisschen. Aber sonst die Welt tut zum Erkunden anregen und so. Echt geil. Wenn es einen Rang zwischen A und B mache, würde ich ihn halt dahin machen. Aber also B-Rang hat er jetzt nicht so ganz verdient, dieser Kurs. Aber A-Rang halt auch nicht. Und so grün Giftgrotte und die kommt bei mir tatsächlich auch auf den B-Rang. Das hat auch bei mir einfach den Grund, ich mag irgendwie dieses Grottenfeeling. Also in dem Spiel halt echt nicht so. Sonst eigentlich voll geile ja, Umgebung und so, aber das wurde meiner Meinung nach nicht so geil umgesetzt. Außer in dem Abteil, wo Nessie ist, da finde ich ihn wiederum gut für die damalige Zeit, aber da hätte man echt mehr machen können. Und kommen wir nun zu meiner absoluten Hasswelt, Dire Dire Dogs. Und warum ist sie da unten bei D? Und normalerweise muss sie bei F sein. Es gibt nur, glaube ich, 106 Münzen in dieser Welt. Warum sind es so wenig? Und warum hat man dann einen blauen Schalter gemacht? Das heißt, wenn man den verkackt, man kann die 100 gelben Münzen wieder von vorne anfangen. Und warum tut man so viele Münzen an so einen Strudel machen, wo man instant stirbt? Ich hasse diese Welt. Oh Mann. Oh, vorhin habe ich gesagt, ich hasse eigentlich keine Welt in dem Spiel, aber ja, das ist Escalation quickly. Oh, kommen wir aber nun wieder zu einer geilen Welt. Ich weiß den Namen nicht. Mir ist er entfallen, aber auf jeden Fall diese Welt mit diesem, dass man die Wasserspiegel senken und erhöhen kann, ist so geil. Ich habe die Welt so gerne als Kind gespielt. Ich weiß gar nicht warum, aber es ist, glaube ich, so als Kind meine Lieblingswelt. Aus heutiger Sicht, ja, mag ich es halt wegen der Nostalgie und so gerne, aber außer das mit diesem Wasserspiegel und es ist halt eine Wasserwelt, was komisch ist, weil ich vorhin gesagt habe, ich hasse Wasserwelten eigentlich, aber na gut. Ich finde sie trotzdem nice. Kommen wir zur zweiten Eiswelt. Das ist jetzt also im zweiten Geschoss, also nicht das, also nicht Cuckoo Mountain. Und die fand ich eigentlich immer ganz okay. Ich tue sie auf jeden Fall auf A, weil sie macht meiner Meinung nach nichts falsch, aber es fühlt sich irgendwie auch wie Biberberg Bob 2.0 an, vor allem wegen dem riesen Schneemann in der Mitte. War es überhaupt ein Schneemann? Ja, es war ein Schneemann. Ich muss gerade selbst nachdenken. Wenn nun zu Gulliver Gumbas. Die Welt habe ich als Kind extrem gehasst, also da hatte ich sie auf jeden Fall als gemacht, aber mittlerweile ich habe sie ein bisschen lieben gelernt. Nachdem ich jetzt weiß, dass man an manchen Stellen echt gut abkürzen kann, mich hat halt echt oft dieser Aufstieg zum Berg aufgeregt, weil da so ein Luftstrom nach oben ist und man muss halt da irgendwie so runterspringen. Ich bin als Kind halt echt oft gestorben, aber man kann halt, wenn man klein das Gemälde ist, geht. Also wenn das die Welt klein ist, kann man echt gut abkürzen. Wenn ich das als Kind gewusst hätte, wäre die Welt, glaube ich, auch heute bei mir auf A-Rang. Aber ja, ich habe es jetzt auf B getan. Gegen Pilz-Fiasko. Ich mag die Welt, aber es ist halt echt eintönig, dass man echt auf diesen einen Berg hochlaufen muss. Deswegen tue ich es auf B einfach. Ja, es ist halt echt eintönig. Man muss, glaube ich, fünfmal oder so den Berg hochlaufen, den gleichen Weg.
Es wird ein Tunic, man hätte da irgendwie machen, dass bei manchen Sternen der Berg anders ist. Man hätte da zum Beispiel machen, dass da so Feuer oder so ist. Oder dass der Berg sich halt verändert. Das wäre ein Geist. Dann wäre die Welt geil gewesen. Man tut dann nämlich einfach den Berg fünfmal oder so hochlaufen. Es fühlt sich ein bisschen eintönig ein, aber es ist halt dann immer ein anderer Weg, weil sich am Berg was verändert. Kommen wir als nächstes zu TikTok Trauma. Und ich mag die Welt echt. Also es ist halt irgendwie wie Worms Fortress. Man kann hier echt viele Sterne extrem schnell machen. Aber es ist halt auch wieder dieses ähnliche wie bei Fliegenpilz-Fiasko, dass man halt oft den gleichen Weg hochgeht. Gleiches wie beim Fliegenpilz-Fiasko, halt man hätte einfach die Sterne unterschiedlich, dass die Wege sich immer verändern. Aber ich finde es in der Welt jetzt nicht so schlimm wie im Fliegenpilz-Fiasko. Und weil es halt sehr ähnlich wie Worms Fortress sehr schnell geht und damit kann man halt sehr, wenn man ein bisschen Skill hat, sehr viel tricksen und so, kommt sie bei mir auf A. Und nun zum Finalen mit der Rainbow Road. Viele sehen diese Welt als ihre Hasswelt, weil sie echt ekelhaft ist, vor allem dieser Stern mit diesem Schloss. Ich hasse ihn selber. Aber ich persönlich fand sie nie schlecht. Deswegen kommt sie bei mir auf. Ja, ich glaube, ich tue sie trotzdem auf B, weil das mit dem Schloss ist echt scheiße und man muss zweimal zum Luftschiff gehen. Auf B.